Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena ist der Marc und ich bin der Sashi. Hi. Und wir haben heute den 29. Oktober und am 29. Oktober hat Geburtstag wer? Am 29. Oktober 1971, also sie ist ein Jahr älter als ich, hat Winona Ryder Geburtstag. 3 Jahre älter als ich. Ja, wir gratulieren da ganz herzlich. Winona Ryder? Genau, wir kennen sie aus so Filmen wie Black Swan, Edward mit den Scherenhänden, was gibt's noch? Zeit der Unschuld. Stranger Things. Kennst du die? Stranger Things spielt sie auch mit. Ja. Stranger Things liegt ja auch noch auf meiner To-Do-Liste. Super geile Serie. Bei Punkt, Punkt, Punkt. Netflix. Ja. Netflix. Ja, musst du gucken. Was saugeil. Netflix, zwei Staffeln habe ich gesehen. Super geil. Also richtig empfehlenswert. Gut. Ja. Am 29. Oktober ist aber auch ein Film erschienen. Weltfilm des Jahres oder so. Ja. Genial. Riders of the Lost Ark heißt es, genau. Riders of the Lost Ark im Original. Und ist Gewinner, Oscar-Gewinner. Und ist am 29. Oktober 81 erschienen Jäger des verlorenen Schatzes. Indiana Jones. Indiana Jones, da haben wir einen Indy, unser Indy, ne? Da war er noch richtig jung, ne? Ja, genau. Also Han Solo, Indiana Jones, Blade Runner, alles von Harrison Ford gespielt. Ja. Hammer, ne? Was der alles gespielt hat, wer der alles war. Ja, krass. Harrison Ford. Und der erste Sohn von John Connery. Richtig. Ja. Genau, ist der Sohn von John Connery. Erster Sohn von demjenigen, der James Bond ist, Highlander ausgebildet hat und so weiter. Richtig. Und so weiter. Und so weiter. Die ganze Querverbindung. Die ganze Querverbindung. Ja, genau. Am 29. Oktober. Ja, 1976 wird Erich Honecker Generalsekretär der SED, wird Vorsitzender des Staatsrates und damit wird er zum mächtigsten Mann in der DDR. Und er ist es auch verdammt lang geblieben. Ja, zu lange. Richtig zu lange, genau. Und am 29. Oktober war ein Lied Nummer 1 und ich versuche es mal zu intonieren. Oh, schön. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Also wenn ihr das Lied bisher hier erkannt habt, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, was ihr bisher dachtet, was es für ein Lied ist. Er wird es uns ja gleich sagen. Aber bis hierher, schreibt einfach mal in die Kommentare, was könnte das für ein Lied gewesen sein? Nee, ich sag's. 1990 Nummer 1, vom 29. Oktober bis zum 11. Oktober, 2 Wochen lang Nummer 1 gewesen. Und es war London Beat mit I've Been Thinking About You. London Beat. London Beat. Ja. London Beat. London Beat, man. Know what I mean? I've been thinking about you. Cheerio, Miss Sophie. Und ich sag noch, Tschüssikowski, bis Baldinski, Mardieu. Schnell weg. Schnell weg. Schnitt.